Ja, nach der Mittagspause ist es tatsächlich immer ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen. Ich werde gleich ein anderes Mikro benutzen. Bevor wir aber wirklich hier zu diskutieren beginnen über dieses spannende Thema, möchten wir Sie einladen, erstmal, sagen wir mal, die Grundzüge des Themas zu erfassen. Und dafür steht Robert Amlung vom ZDF Digitale Strategien gerade. Er wird uns mal einführen, worum geht es hier eigentlich, dass wir alle dieselbe Grundlage haben. Herzlich willkommen, Robert Amlung. Herzlichen Dank. Ich sage mal vorweg eine Sache, dieses Panel ist mir eine Herzensangelegenheit als Journalist. Wir diskutieren über das, was im Netz und im Fernsehen und im Radio und im Print passiert, aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln, ganz oft unter monetären Gesichtspunkten, über Geschäftsmodelle und all solche Sachen, werden oft sehr traurig, werden oft sehr euphorisch, es geht hin und her. Ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit, auch hier in einem solchen Rahmen wie die Medientage, über die wirklich rein inhaltliche journalistische, über den journalistischen Kern zu sprechen. Und wenn Sie vielleicht gerade die Folien einblenden könnten. Ich habe mal so geschaut, wenn man eben über die journalistischen Rahmenbedingungen spricht, dann kommt man immer an solche Begriffe wie Propaganda, Informationsflut, die Top-10-Listen von BuzzFeed sind entsprechend bekannt geworden, Handyvideos, Erregungswellen, Shitstorm und so weiter. In einem solchen Kontext ist meine These, dass Journalismus in Zeiten des Netzes einfach verdammt notwendig ist. Wir brauchen die Einordnung, wir brauchen die professionelle Beschäftigung mit dem, was in der Welt passiert, genauso wie wir als Journalisten das gelernt haben. Und das ändert sich durch die ganze Digitalisierung überhaupt nicht. Es wird im Zweifelsfall eher sogar noch ein Stückchen notwendiger. Wenn wir mal auf die zweite Wortwolke schauen, da haben wir sowas wie Konvergenz, wir haben multimediale Projekte, Leistungsdruck, auch ein ganz wichtiges Thema in Redaktionen, den Videojournalisten, Digital Storytelling, also all diese neuen Veränderungen und Rahmenbedingungen, die es einfach vorher gar nicht gab. Und das zeigt natürlich, dass Journalismus in Zeiten des Netzes verdammt anspruchsvoll wird. Da sind handwerkliche Anforderungen an uns Journalisten, die es einfach so nicht gab, weil es die entsprechenden technischen Möglichkeiten nicht gab, weil es die Rahmenbedingungen nicht gab. Und ich glaube, wir sollten uns ganz bewusst mal da dieser Konfrontation stellen als Journalisten, dass wir handwerklich einfach zulegen müssen. Wir müssen das irgendwie lernen, was da alles nötig ist. Und wir können es, selbst die, die eben im Internet schon länger unterwegs sind, oft einfach nicht. Und der dritte Punkt, da geht es um so etwas wie Citizen Journalism, soziale Netze, das Erzählen auf Augenhöhe, iteratives Erzählen, die Dashboards, wo man ganz schnell sehen kann, welche Inhalte denn wie genutzt werden. Also alles auch wiederum Möglichkeiten, die es nie vorher in dieser Art und Weise gab, weil diese elektronisch vermittelte Echtzeitsituation nicht bestand. Und meine These ist, dass in einem solchen Kontext Journalismus in Zeiten des Netzes ein Gespräch in Echtzeit werden muss. Und das ist auch wieder etwas, was wirklich neu ist. Dass vieles von dem, womit ich angefangen habe, das kennen wir schon. Dass wir als Journalisten einordnen müssen, dass wir im Prinzip das machen, was seit Jahrzehnten und längerer Zeit schon unser guter Job ist, das bleibt. Aber dieses hier, das ist neu. Dass man wirklich in Echtzeit mit den Zuschauern, mit den Nutzern, mit den Lesern in einem Gespräch bleibt und reagiert auf das, was man tut. Sich die Zeit dafür nehmen muss, dass man eben nicht warten kann, bis man eine Geschichte fertig ausrecherchiert hat, bevor man beginnt, sie zu erzählen, sondern man muss schon anfangen, sie öffentlich zu erzählen, wo sie noch nicht komplett fertig ist. Alle diese Entwicklungen sind etwas, da haben wir uns nie mit auseinandersetzen müssen, einfach weil es nicht ging. Und jetzt plötzlich geht das und es wird nicht nur möglich, sondern es wird notwendig, weil wir anders nicht adäquat in diesen neuen Möglichkeiten unterwegs sein können. Das nur wirklich als ganz kurzer Impuls. Ich will dem Panel da auch gar nicht die Zeit stehlen. Das ist das Panel. Schuschück wird die Panelisten vorstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Robert Amlung. Die Panelisten freuen sich auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt aus der Mittagspause gekommen sind. Schön, dass Sie es geschafft haben. Wir haben zum einen Christian Bollert hier, ist der Geschäftsführer von BB Medien. Da steht vor allem Detektor FM, also ein Radiosender im weitesten Sinne dahinter, was auch immer jetzt ein Radiosender heutzutage ist. Dann haben wir Caroline Neumann von VOKA, das ist die Plattform für Medienkritik und sie ist die Geschäftsführerin die Geschäftsführerin des Media Innovation Labs.
Ja, so viele Begriffe auf einmal zusammenzukriegen, gar nicht so einfach. Dann haben wir natürlich noch da Matthias Fornoff. Er ist Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ein riesiges Konglomerat aus Menschen mit verschiedensten Sendungen. Dazu gehört Auslandsjournal genauso wie Zoom oder Länderspiegel, heute in Deutschland, Wahlen und so weiter. Vorher, da kennen auch ihn noch die meisten, war ja auch mal heute Nachrichtenansager und auch Leiter dieser Redaktion. Das heißt, er hat sehr viel zu erzählen, auch aus dem Bereich Nachrichten. Und dann haben wir noch Jochen Wegner da, von Zeit Online, seit einem Jahr dabei. Und ist das richtig? Anderthalb? So, ihr alle habt ein Mikrofon, mit dem ihr dann sofort eingreifen könnt. Ich würde euch auch ermutigen, wenn ihr innerhalb dieser Diskussion was zu sagen habt, auch gerne was Kontroverses, springt einfach rein, wartet nicht darauf, dass der Herr Moderator euch das Wort gibt, sondern meldet euch und geht los. Jochen, Geschichten des Journalismus werden heutzutage, das sind Binsenweisheiten, irgendwie anders erzählt. Muss man jetzt als Online-Mensch Geschichten ganz anders erzählen oder muss man andere Geschichten erzählen heutzutage? Wahrscheinlich beides. Also sozusagen aus unserem Baukasten, wir sitzen gerade an einem Relaunch und überlegen genau das. Wie erzählen wir auf diesen, ich nehme mal dein Handy, ja. Wie erzählen wir auf diesen Geräten Geschichten? Das geht offensichtlich schon. Also die Leute lesen auch 20.000, 30.000 Zeichen Zeitdossiers auf so einem Gerät, können wir sehen. Und zwar nicht wenige. Aber wir brauchen auch andere Erzählformen. Also wir experimentieren jetzt zum Beispiel gerade, das ist noch nicht live, aber mit so Karten. Al Jazeera hat das gerade gemacht, auf sehr grandiose Weise. Die haben so eine Art, jüngeren Fernsehsender ohne Fernsehen gegründet, der im Grunde in einer App lebt und auf YouTube und so. Und die erzählen ganz viele Geschichten einfach mit Kartenstapeln, also mit kleinen Kärtchen, die Filme sein können, eine Befragung und so weiter. Das fanden wir recht interessant, weil wir merken, dass unsere Leser solche Formate auch sehr schätzen. Dass zum Beispiel, dann sitzt da ein gestandener Politikredakteur am Ende, ne? Das ist dann diese Welt, überlegt sich, wie erzähle ich diese Geschichte für ein Handy-Display auf so Kärtchen. Das ist natürlich irgendwie verrückt, aber auch spannend. Caroline, du bist ja nun tagtäglich damit befasst, neue Formen, innovative Formen des Journalismus heutzutage irgendwie an den Start zu bringen. Und wir haben ja auch vorher schon gesagt, wir wollen hier nicht über wirtschaftliche Modelle sprechen. Das klingt natürlich immer ein bisschen mit. Zumindest hast du aber eine Ahnung. Wo ist denn dein Gefühl? Was sind denn Erzählformen eines Journalisten, ob er jetzt aus Print, Radio oder Fernsehen kommt, die erfolgsversprechend sind? Worauf müssen wir uns denn einstellen? Also erstmal, dass total klischeehaft alles anders wird und dass wir da gar keine wirkliche Prognose machen können, glaube ich. Also das, was Jochen gesagt hat, das ist halt ein Experiment, was gerade gemacht wird. Wir im Media Lab erleben eben auch mit jeder neuen Runde, die wir starten, dass junge Leute auf uns zukommen, Journalisten, die experimentieren wollen und das jedes Mal auch anders aussieht. Aber ich fürchte, dass wir das, wohin es geht und was vielleicht dann wirklich auch mal jüngere Leute zieht, dass wir das nicht vorhersehen können, weswegen ich da immer sehr fürs Experimentieren bin und dafür eben einfach Dinge auszuprobieren und Leute Dinge ausprobieren zu lassen. Jetzt fragen sich viele, auch herkömmliche Journalisten, wir haben es auch gerade beim Fernsehgipfel schon gehört, wo wir gehört haben, die Entwicklung geht ja eigentlich recht langsam, auch wenn viel ausprobiert wird. Warum ist das überhaupt notwendig? Wieso müssen wir denn total innovative Erzählformen im Internet bringen? Können wir nicht einfach auch einen Zeitartikel einfach online lesen und fertig? Na, du und ich können und wollen ihn vielleicht noch lesen, aber es gibt genug Leute, die schon heute das nicht mehr lesen wollen, geschweige denn in Zukunft. Also wir erreichen eine bestimmte Zielgruppe. Ich glaube, irgendwo geht es ja hier auch bei den Medientagen noch um YouTube. Eine bestimmte Zielgruppe erreichen wir schon heute nicht mehr und müssen uns natürlich, wenn wir wollen, dass unser Job eine Zukunft hat, einfach damit beschäftigen. Und deswegen finde ich, steht es nicht zur Diskussion, ob es neue Erzählformen, neue Arten braucht. So, das sollte einfach jeder sich hinter die Ohren schreiben, braucht es halt. Und das ist doch auch super spannend. Also ich selber möchte als Leserin ja auch, dass die Dinge sich weiterentwickeln. Und wenn ich Medien konsumiere, merke ich bei mir auch, dass sich das in den letzten 5 bis 10 Jahren verändert hat. Und ich bin in dieser Filterblase drin, habe also noch ein ganz anderes Interesse, diese Dinge zu lesen oder zu konsumieren, als das der Normalnutzer hat, den wir ja eigentlich ansprechen wollen mit dem, was wir journalistisch tun.
Christian, du bist ein Vertreter des Audiounternehmens, möchte ich sagen. Und ihr habt es ja durchaus schwer, weil, sagen wir mal, Audiodateien werden in Social Medias eigentlich selten geshared. Das heißt, man guckt sich zwar Fotos und Artikel an und auch Videos gerne mal, aber Audio-Radio-Beiträge passieren selten. Was ist euer Konzept, um da mithalten zu können in Zukunft? Tatsächlich ist es so, dass Audio, was die Wahrnehmung angeht, so ein Nischendasein hat. Aber wenn man dann mal guckt auf die Endgeräte, Jochen hat es ja gesagt, dann ist Audio dann doch wieder da. Leute hören darüber Livestreams, also zum Beispiel auch unseren Sender oder eben andere, und sie nutzen Podcasts. Das heißt, auf dieses kleine Gerät werden automatisch kleine Audios runtergeladen. Und wenn ich im Zug sitze, sehe ich häufig Leute, die über Kopfhörer Medien nutzen und die über Kopfhörer journalistische Formate konzipieren. Natürlich weiß ich nicht immer, was die hören. Viele hören natürlich auch Musik. Aber wenn man so ARD und ZDF Online-Studien und so glaubt, dann hören sehr viele Menschen auch journalistische Inhalte über ihre Kopfhörer. Und da ist es doch sehr spannend, gerade wenn man darüber nachdenkt, wie kann man Journalismus auf diesen kleinen Telefonen und diesen kleinen Fitzel-Displays teilweise auch vernünftig umsetzen, ist Audio häufig eine Form, um längere Hintergründe und spannende Geschichten vielleicht sogar interessanter zu erzählen, weil man nämlich immer diese authentische Stimme auch dabei hat. Das heißt, wie ändert sich euer Verhältnis zum Geschichtenerzählen als Journalisten? Das war jetzt sehr technisch natürlich. Ja, also wir von Detektor haben uns zum Beispiel entschieden, komplett auf so klassische Radioformate wie Wetter, Verkehr und Nachrichten zu verzichten. Das können andere im Netz viel, viel besser. Wir konzentrieren uns auf die Hintergründe, auf Analysen, auf Einschätzungen, auf Formen wie Features oder Reportagen, wo wir wissen, dass unsere Nutzer und die Nutzer, die auf unsere Seite kommen, daran Interesse haben. Die wollen nicht wissen, wer was wann macht, sondern warum und weshalb. Und diese Formen, die können auch lang sein, die können auch 7 bis 10 Minuten sein. Das hören sich die Leute dann wiederum an, weil derjenige, der das findet und der darauf stößt, zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken oder auch in anderen Plattformen wie Soundcloud oder wir haben jetzt gerade Rollen im Oktober eine App aus für internetfähige Fernseher, also für Smart TVs. Dort nutzen Leute Audioinhalte, weil alle Geräte tatsächlich verschmelzen. Also dieser schöne Begriff Multimedia, den man so um die 2000er-Wende benutzt hat, der ist jetzt Realität. Und da setzen wir ganz klar auf längere Formate, auf Erzählformate und auf dialogisches Hören. Matthias, inwieweit hat sich das dann beim Fernsehen jetzt geändert? Also das war ja relativ eindeutig, ihr habt euch losgelöst von den klassischen News, macht nur noch längere, hintergründige Stücke. Es gibt ja auch Krautreporter, soll am Freitag starten, ganz andere Online-Art. Wie ändert sich das beim Fernsehen? Kann man das überhaupt merken, dass sich Erzählweisen ändern? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, unabhängig ob Fernsehen, Radio, auch Print, dass sozusagen das Tempo der technischen Entwicklung auch Inhalte einfordert und die verändern sich, weil die User anders umgehen mit dem Medium, was sich da entwickelt und entsteht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ziemlich unabhängig davon, wie groß ein Unternehmen ist, ob wir ein kleines Start-up haben oder eben auch das ZDF, ein etabliertes Medienunternehmen. Alle haben irgendwann diese Tür mal aufgemacht und wussten nicht so genau, was dahinter ist. Dunkler Raum und jeder hat sich da so durchgetastet und geguckt, was sind da für Chancen. Manche haben sich verschätzt, es gab diese Riesenblase der überhöhten Hoffnungen, auch finanziell da viel machen zu können. Und mein Gefühl ist aber, dass wir im Moment in so einer Phase der Konsolidierung sind. Ich finde die Überschrift auch ganz passend für das Ganze hier, digitale Selbstverständlichkeit. Also im ZDF ist es mittlerweile absolut selbstverständlich, dass die Onliner und die Fernsehleute zusammenarbeiten in einem News Highway und gemeinsam Nachrichten planen und machen. Und das ist seit Anfang des Jahres bei uns jetzt so, dass diese Trennung komplett weggefallen ist. Und nun haben wir natürlich ein großes Plus als ZDF, dass wir den wertvollsten Content, den es so gibt, nämlich das Bewegtbild, was auch sehr teuer zu erstellen ist, reichlich haben. Und natürlich arbeiten wir damit sehr viel, also zum Beispiel über die Mediathek-App. Da gehen halt Leute wirklich hin, die Videos sehen wollen aus unserem Reservoir. Andere gehen über die heute.de und haben dann die Wahl. Bekommen sie Kurznachrichten im Wort, bekommen sie hintergründige Artikel, die es da durchaus auch gibt, oder schauen sie halt da auch Videos. Wir sind aber, würde ich sagen, noch nicht so weit, dass wir online exklusiv nutzen für Fernsehinhalte. Das meiste ist schon noch Beiboot und es gibt Dinge wie zum Beispiel die Heute Plus, an der ich auch beteiligt war, die praktisch einen Rückkanal gibt. Das hat sich auch verändert, dass wir sozusagen die Möglichkeit bieten, Leuten, die interessiert sind daran, wie unsere Auslandskorrespondenten in Krisengebieten arbeiten, die dann direkt zu befragen über Chaträume und eben über E-Mail und Twitter oder Facebook.
Das ist nun alles, was du angesprochen hast, aber sagen wir mal Begleitwerk von dem klassischen Fernsehgeschäft. Was ja ganz interessant ist, als ehemaliger Leiter der Heute-Sendung und Moderator der Heute-Sendung, wie musste sich denn nun eine Heute-Sendung, eine Nachrichtensendung, die jeden Tag um 19 Uhr kommt, ändern, wenn eh schon alle alles wissen, die dann abends einschalten? Hat man das gemerkt, dass sich die Sendung dadurch verändert hat? Ich glaube, das stimmt nicht ganz, was du sagst, dass es alle schon wissen. Das ist einer der Irrtümer, dass man gedacht hat, wir alle, die wir super interessiert sind daran und mobil den ganzen Tag Nachrichten gucken, wir Nachrichten-Junkies, wir wissen es um 7. Aber eine große Mehrheit der Leute tendenziell nicht. Die haben vielleicht im Autoradio auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück gehört, da ist irgendwas mit Streiks. Aber was genau und was das für sie heißt, das wollen sie dann schon nochmal zusammengefasst bekommen. Also ich glaube, dieser kleine Lagerfeuer-Effekt, den Nachrichtensendungen nicht nur unsere für Zuschauer schon noch haben im Fernsehen, den gibt es noch. Vielleicht nicht mehr so stark wie vor 30 Jahren, weil es all diese anderen Medien gibt und diese Geschwindigkeit, von der du zu Recht sprichst. Es ist halt alles immer mobil verfügbar. Aber der Bedarf daran, das zusammengefasst zu bekommen in einer knackigen Viertelstunde, der ist schon noch da. Großes Problem, was ja viele Menschen damit haben, Journalisten, die auch noch immer als Onliner bezeichnet werden auf der einen Seite, obwohl ja irgendwie alle Journalisten sind, das sieht man ja sehr stark gerade bei Printkollegen. Ein Beispiel, ich habe jetzt mit einem Kollegen gesprochen, Redakteur bei einer großen regionalen deutschen Tageszeitung. Er sagte, 2 von 8 Ressortleitern haben einen Twitter-Account, schreiben aber alle in irgendeiner Form über digitale Themen auch. Er war selber total erschrocken und hat sich immer wieder darüber aufgeregt, dass die Printkollegen mit den Onlinern eigentlich nichts zu tun haben wollen. Ihr sitzt sogar in verschiedenen Städten. Wie ist das bei euch? Eigentlich ganz gut mittlerweile, sogar sehr gut. Die Printkollegen bei uns sind, ich weiß jetzt nicht, zur Hälfte auf Twitter, würde ich mal schätzen. Das ist eine Entwicklung der letzten 2, 3 Jahre. Nur, das ist ja ein Beispiel, ja. Das ist ja ehrlich gesagt Wurst, ob jemand auf Twitter ist oder nicht. Nicht jeder gute Journalist hat einen Twitter-Account. Für etwas. Und es ist tatsächlich so, dass dadurch auch wir bestimmte Sachen, man ist ja, wenn man Internet macht, ist man immer der Erklärbär. Ne? Man erklärt auf Medienkonferenzen was über die Zukunft der Medien und man erklärt nach innen, das ist Twitter und das macht Folgendes und deswegen ist es wichtig, dass dein Artikel online ist und so. Und diese Debatten sind alle weg, also alle, das ist wirklich fantastisch. Alle wissen, was das Netz ist und was passiert, wenn man einen Leitartikel twittert im Vergleich zu, wenn man den druckt. Wenn Martensteins Beitrag mit einem konfliktären Thema online geht, passieren nochmal andere Dinge, als wenn der gedruckt erscheint. Und so. Und das ist damit dann zu spielen, macht großen Spaß, ich glaube auch beiden Redaktionen. Bei uns ist es natürlich so, dass die Zeit Print in ganz anderen Rhythmen denkt und arbeitet als wir. Dadurch haben wir jetzt nicht so eine, also es würde bei uns, glaube ich, keinen Sinn machen, jetzt die Redaktion zusammenlegen und ein, wie war das Wort, News Highway zu gründen. Aber wir versuchen eher über Inszenierung zu sprechen. Wir haben jetzt zum Beispiel nächste Woche einen Titel, den wir zusammen machen, wo sozusagen online ein großer Erzählteil läuft und in Print auch und überlegen jetzt gerade, wie verschränken wir das. Und das sind die Sachen, die uns wirklich faszinieren, weil wir merken, dass wenn wir Themen setzen wollen, die wir lange vorbereiten, es dann besonders gut funktioniert, wenn wir es sowohl online als auch Print machen. Das ist zum Beispiel eine sehr glückliche Erfahrung so der letzten 1, 2 Jahre. Aber ist das nicht genau das, was man immer kritisiert hat, dass man eben an bestimmten Leuchttürmen mal zusammenarbeitet, aber eben trotzdem die Trennung ganz bewusst aufrechterhält zwischen Online- und Print-Kollegen? Also die Trennung halten wir derzeit ganz bewusst aufrecht, wenn jemand bei Print ein Jahr lang an einem Dossier arbeitet, ist das ein bisschen anders als unser Alltag, was nicht heißt, dass wir nicht an manchen Themen ein halbes oder ein Jahr arbeiten, aber ich würde mal sagen, 80% unserer Inhalte sind jetzt und 80% der Zeitinhalte sind dieser Tage. Ne? Das ist ein völlig anderer Rhythmus, in dem wir denken. Die Zeit ist da extrem auch nochmal anders als jetzt vielleicht so ein Nachrichtenmedium wie der Spiegel oder so, viel mehr trendorientiert nach vorne blickend und nicht so sehr im Augenblick. Und wir sind natürlich als Onliner eher so in Minuten, Stunden und Tage orientiert. Das sind
wirklich unterschiedliche Arbeitsrhythmen und auch unterschiedliche Arten, Geschichten zu erzählen zum Beispiel. Man kann schon Printgeschichten online stellen, das machen wir auch, manchmal funktioniert das sehr gut, aber bei vielen funktioniert es eben auch nicht, weil das Netz halt auch eine bestimmte Art von Journalismus erlaubt, den Print nicht bieten kann. Ne? Nämlich? Das ist ja genau das, was wir hier rausfinden wollen. Okay, kleines Beispiel. Ja. Wir haben ein halbes Jahr jetzt darüber nachgedacht, was wir zum Mauerfall machen. Das ist ein grauenhaftes Thema, weil man denkt sofort an diese grauen Häuser, die Trabis, weinende Menschen. Und niemand bei uns wollte jemals wieder so eine Geschichte machen. Und dann haben wir lange nachgedacht und unser Motto war dann Daten statt Tränen. Und wir haben dann eine große Serie jetzt gestartet, wo wir den Mauerfall oder das, was seither, nämlich in den letzten 25 Jahren passiert ist, anhand hauptsächlich von Daten erzählen. Da rausgekommen ist zum Beispiel ein Storytelling-Projekt, wo man Deutschland durchblättern kann. Und wir haben ganz lange nach Daten gesucht, wo man die Mauer noch sieht. Also das Schillerndste war, es gibt den Namen Ronny, der verläuft, also den gibt es nur in den ehemaligen Ostgebieten und man sieht da richtig sozusagen in der Statistik die Mauer oder bei Mikrowellen sind wir wieder vereinigt und bei Wäschetrocknern nicht und sowas. Und das kann man wirklich toll sehen auf der Karte. Und dann haben wir gesagt, wie kann man das visualisieren, sodass die Leute auch Spaß daran haben. Jetzt kann man bei uns so Deutschland durchblättern. Das ist schon eine andere Art zu arbeiten, sich diese Daten zu besorgen, die ins Netz zu stellen. Nächste Woche haben wir ein ähnliches Projekt, wo wir auch wieder über Daten die Wiedervereinigung erzählen. Das ist anders, das können gedruckte Medien nicht. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind, aber sie erzählen ihre Geschichten anders. Das war ja ein ähnliches Projekt, hatten wir auch mit den damals mit den Dispo-Zinsen gehabt, also wo die Kraut aufgefordert wurde, quasi Daten einzuschicken und daraus habt ihr eine große Nummer gemacht. Caroline, glaubst du, diese Art der Datenaufbereitung, dieses Multimediale, ist das vielleicht das Erfolgsrezept momentan? Also, dass man so eine Multimedia-Reportage hat, sowas ähnliches habt ihr bei VOKA auch, über Magersucht, so einen Themenschwerpunkt groß aufgearbeitet? Also bitte nicht in die Kristallkugel zu gucken, weil das, die habe ich gerade nicht dabei. Ich kann aus meiner Erfahrung zwei Dinge eigentlich sagen. Also das eine ist gerade, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, dass es natürlich viele solcher Leuchtturmprojekte gibt und dass gerade Zeit Online ja auch tolle Sachen in puncto Datenjournalismus macht und ich es sehr spannend finde zu beobachten, wie das in anderen Redaktionen ist und sein wird und wann es halt zum Alltag wird. Jenseits der großen Projekte, keine Ahnung, süddeutsche.de hat damals wie viel irgendwie einen fünfstelligen Betrag in die Hand genommen für diesen Zugmonitor, der dann sonst wie bejubelt wurde und auch gut angekommen ist. Aber die Frage ist ja vielmehr, wie wir halt diese Form auch im Alltag unterbringen. Und das ist das eine, was ich spannend finde, also zu schauen, wie die Ausbildung oder auch wir, indem wir darüber sprechen, wie wir dafür sorgen können, dass sowas runtergebrochen wird und für einzelne Journalisten einfach zugänglicher ist. Ja, gerade Datenjournalismus ist da ein schönes Beispiel, wo viele auch was machen können, ohne jetzt eine große Ausbildung dafür zu brauchen, was aber noch kaum genutzt wird, glaube ich. Und das Zweite, was du angesprochen hast, das Projekt von Nora Burgard, ist da ein schönes Beispiel dafür, wie, ich glaube, inhaltlich einfach so Nischenprodukte entstehen. Ja, jenseits der großen Redaktionen, die vielleicht auch die Mittel eher haben, Dinge auszuprobieren, Einzelpersonen, Media-Entrepreneure, wenn man sie so nennen will, experimentieren. Ja, da ist wieder das Experimentieren. Und was sie macht, ist einfach eine Nische erschließen. Vielleicht ganz kurz, es geht um das Thema Anorexie. Das Ganze heißt anorexieheute.de und sie kam halt mit der These damals zum Media Lab, dass in unserem Medienalltag, dass dieses Thema vollkommen falsch dargestellt wird und wir alle ein ganz falsches Bild davon haben. Und ich selber muss auch sagen, ich bin da total von den Medien, also den Medien beeinflusst, was das Thema angeht. Und habe durch ihr Projekt einen ganz anderen Einblick bekommen. Und solche Nischenprojekte, das, glaube ich, zeigen auch die letzten Jahre, also wenn Themen wirklich sehr dezidiert ausgearbeitet werden, da, glaube ich, liegt noch eine Chance für die Zukunft. Also gerade wenn wir dann auch ans Thema Finanzierung denken, wo in Nischen vielleicht noch eher was liegt. Und das persönlich finde ich halt super spannend. Du hast natürlich eine ganz andere Arbeitsweise, wenn du sehr
konkret auf eine sehr kleine Zielgruppe gehst, als wenn du versuchst, es im Grunde allen recht zu machen. Das ist ja auch eine interessante Frage, nämlich Christian, wohin diese Reise überhaupt geht. Also jetzt haben wir gerade von speziellen Zielgruppen gesprochen. Ich habe mir dieses Magersuchtsthema auch angeschaut. Um ehrlich zu sein, mich hat es nicht interessiert. Und ich fand es ganz toll grafisch aufarbeitet, aber um ehrlich zu sein, mich hat es immer noch nicht interessiert. Und da wurde aber sehr viel Geld und Aufwand reingesteckt, um das schön zu machen. Meinst du, das ist ein Trend, den wir da ablesen können, dass Journalisten in Zukunft viel mehr kleinere Zielgruppen bedienen müssen, weil sie es auch können technisch? Ist das eine Richtung? Und sagen wir, der reine Massenjournalismus bleibt dann meinetwegen Spiegel Online und der Tagesschau überlassen? Ich glaube, das ist die Realität, ja. Also ich glaube, wir zum Beispiel konzentrieren uns ja auch auf eine ganz konkrete Nische. Wir erreichen junge Leute, die sich weltweit informieren wollen über Themen, die sozusagen global eine Bedeutung haben, die häufig aus akademischen Hintergründen kommen, häufig studiert haben, die überall in Deutschland sitzen, in Großstädten wohnen, in urbanen Räumen oder eben in Universitätsstädten, und die sind so 20 bis 40 Jahre alt. Und wenn man so will, machen wir ein junges Kulturradio, was sich auf eine ganz konkrete Nische beschränkt. Das interessiert den Mainstream überhaupt nicht, was wir machen. 95% der Leute sagen, wo sind denn hier die Hits, wo ist das Wetter, die gute Laune, die tollsten Hits aller Zeiten und so, das fehlt bei uns. Aber wir konzentrieren uns auf diese Themen, die unsere Zielgruppe interessiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es dort sehr, sehr viele dieser Nischen gibt, die überhaupt noch nicht bedient werden oder die im Moment relativ schlecht bedient werden, und wo Medienmacher, egal ob etabliert oder neu jetzt wie wir, die Chance haben, sich dieser Nische eben zu widmen. Das zeigen ja so Ansätze wie das Sportradio, Sport 1, früher Fußballradio 9011 und so. Da gibt es Zielgruppen, die werden im Moment schlecht oder wenig bedient, und die können im Netz viel, viel mehr Informationen finden, als sie in den klassischen, ich sag's jetzt mal, Mainstream-Medien halt finden. Und das ist dann auch interessant. Blick in die Podcast-Szene, ja. Da ist Länge nicht ein Problem wie im Radio, wo es um Kürze geht, am besten in 1,30 oder noch kürzer, 30 Sekunden. Da ist Länge ein Merkmal für Qualität. Ich möchte das jetzt gar nicht unbedingt bewerten, aber da werden Podcaster abgefeiert, die länger als 4 Stunden ins Netz stellen, und die Leute hören sich das an. Weil sie eben Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und das meine ich, dass Medien oder Medienmacher in dem Fall tatsächlich gucken müssen, welche Themen und welche Nischen funktionieren für mich am besten und sich darauf konzentrieren. Da gibt es immer dieses schöne Bonmot von Jeff Jarvis, ne? Do what you do best, link to the rest. Das trifft aber den Kern der Sache. Man muss sich, glaube ich, auf das konzentrieren, was man kann. Heute kann tolle Nachrichten machen, aber natürlich würde heute nicht anfangen, irgendwie Zeitdossiers zu schreiben. Völlig zu Recht. Je nachdem, was die Ministerpräsidenten dazu sagen. aber das ist ja eine interessante Frage. Ich habe darüber gesprochen mit ein paar Kollegen, mir ging es ähnlich, also weil du Podcasts angesprochen hast, als ein Beispiel von lang erzählten Geschichten. Ich bin großer Fan davon, aber ich musste tatsächlich, obwohl ich mich irgendwie für informiert halte, erstmal von einem Freund darauf gebracht werden, wie die Podcast-App, wo es die gibt und was man dann so anklicken muss. Und dann hatte ich die Podcasts automatisch und dann war ich glücklich, weil ich nichts mehr machen musste. Aber ein Großteil von Menschen würde dieses Angebot vielleicht auch nutzen wollen, weiß aber gar nicht, dass es sowas gibt. Genauso wie Detektor FM, da sagen auch alle Leute, die es hören, Mensch, also zumindest bei den sogenannten Intellektuellen, Mensch, tolles Ding, aber keiner weiß, dass es das gibt. Also was ist denn Aufgabe eines Journalisten, um eine Zielgruppe auch zu erreichen? Also wie kommt man denn überhaupt zu denen? Natürlich geht es am Ende darum, auch Aufmerksamkeit zu bekommen für das, was man da macht. Also selbst wenn man sich natürlich mit Nischenthemen beschäftigt, will man Menschen erreichen, das ist ja ganz klar, sonst könnte man das auch sein lassen. Ich glaube, es geht am Ende tatsächlich darum, gute Inhalte zu produzieren, und dann setzt sich das, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Horst Seehofer zitiere, dann setzt sich Qualität tatsächlich am Ende durch. Davon bin ich überzeugt, davon sind wir auch überzeugt, deswegen machen wir das, was wir machen seit fast 5 Jahren, weil wir denken, dass Qualität am Ende sich durchsetzen wird, über 2 Wege. Zum einen wird es gefunden, wir werden gefunden über Suchmaschinen, wir werden gefunden über Sachen wie Google News. Und wir werden gefunden in sozialen Netzwerken, weil Leute sagen, ich habe hier bei Detektor FM ein Interview gehört, das war total interessant, hör dir das mal an, du beschäftigst dich doch gerade mit Afghanistan und Drogen oder so. Da sagt der führende Afghanistan-Experte in Deutschland was dazu. Und zwar nicht in 1,30, sondern eben in 7 Minuten. Und dann entdecken neue Leute Detektor FM, fragen sich, was ist denn das? Ja, noch nie gehört, gucken sich die Seite an, hören sich vielleicht das Interview an.
klicken dann mal auf den Stream, hören den Wortstream, hören, Mensch, die machen auch noch gute Musik, die gefällt mir auch. Und so stolpern sie sozusagen da rein. Es gibt dann noch so ein anderes schönes englisches Wort, dieser Serendipity-Effekt, wo es auch keine richtig schöne deutsche Übersetzung dafür gibt. Aber diesen zufälligen Schatz, den man entdeckt beim Stöbern durchs Netz. Und das ist so ein bisschen unsere Idee. Wir versuchen, sowohl musikalisch als auch inhaltlich, unseren Hörern immer neue Impulse zu geben und nicht schon das Altbekannte wieder zu kauen, was sie schon kennen, die Hits, die sie bei jeder Befragung angeben, dass sie die gut finden, sondern wir stellen denen jede Woche 20 neue Songs vor. Und es geht nicht darum, dass die 20 Songs ihnen alle gefallen. Dann bräuchten wir eine Marktforschungsabteilung, die das rausfindet. Wir wollen ihnen 20 neue Songs vorstellen, wo wir denken, die sind relevant und die werden gerade diskutiert. Und wenn davon ein Song überzeugt, dann haben wir schon eine Riesenleistung gebracht, weil dieser Song bleibt hängen. Im Übrigen merken die Leute dann ein Jahr später, dass er im klassischen Radio ankommt, wenn er... Weil ihr Trendsetter seid. Ja, ja so. Klar. Also wir spielen die Musik, die halt noch nicht getestet ist, die im Netz diskutiert wird, die in Blogs diskutiert wird, in Musikaggregatoren. Das klingt aber jetzt ehrlich gesagt wie ein ganz klassisches öffentlich-rechtliches Radio, was den Leuten eine Nische bringen soll und Leute von Neuigkeiten auch und Innovationen überzeugen soll. Warum, du hast ja mal bei Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, warum musstest du jetzt extra einen eigenen Radiosender gründen? Also was ist das Problem vielleicht auch an Strukturen? Ja, es ist im Prinzip vom Anspruch her ein öffentlich-rechtliches Radio, aber es ist privat finanziert. Wir sind eine GmbH, wir leben von Werbung und von den Nutzern, die uns unterstützen. Die öffentlich-rechtlichen Strukturen im Allgemeinen sind leider zu träge, um schnell zu reagieren und solche Sachen umzusetzen. Zwei Beispiele. Wir haben, jetzt muss ich doch technisch werden, vor 2 Jahren eine Spotify-App gemacht, wo man unsere Musikinhalte bei Spotify nachnutzen kann. Aber auch ein Thema, ne? Journalistische Inhalte zu Alben, Musikrezensionen. Dort kann man die Texte lesen, die wir geschrieben haben und dazu das Album hören. Ist eine ganz neue Erfahrung sozusagen für den Nutzer. Konnte er vorher nicht machen. Er hätte sich den Zeitungsartikel mitnehmen können und in einen Elektronikmarkt gehen und sich dort die CD anhören, während er den Text liest. Hat aber keiner gemacht, vermute ich mal. Jetzt bei Spotify nutzen das sehr, sehr viele, tausende Menschen. Ein Jahr später hat es dann auch der Bayerische Rundfunk gemacht. Schön, aber wahrscheinlich haben sie gleichzeitig mit uns angefangen, würde ich mal fast wetten. Wir waren nur schneller. Smart TV, anderes Thema. Jetzt seit Oktober werden auf den verschiedenen Smart TV-Geräten, wird die App von uns ausgespielt. Gibt es noch nicht von einem öffentlich-rechtlichen Jugendkanal oder von einem Kulturkanal oder sonst wem. Wird sicher kommen in 2 Jahren. Aber wir sind halt da schneller. Wir können da auch schneller sein, weil wir kleiner sind. Ich muss auch sagen, das ist auch ein bisschen ungerecht, die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht. Die haben natürlich eine ganz andere Struktur im Hintergrund. Wir sind ein kleines Team, wir haben bei null angefangen. Wir müssen nicht das ganze Schiff, den Tanker da umsteuern, sondern wir setzen uns auf unser Schnellboot, um da mal ein bisschen plakativ zu sein, und sagen, wir machen das jetzt und in 3 Monaten ist die App fertig. So Samsung möchte. Das Problem, du kommst gleich dran, ich hab dich aber natürlich muss der öffentlich-rechtliche Konterpart dazu antworten. Hat das öffentlich-rechtliche überhaupt gar keine Chance mitzuhalten bei dieser Schnelligkeit? Ich finde, er hat das ja gerade sehr schön beschrieben. Das hat ja auch seine Legitimität und Rechtfertigung, das so zu machen. Und natürlich ist ein Schnellboot wendiger als ein Tanker. Und in gewisser Weise sind das die öffentlich-rechtlichen Sender schon. Allerdings würde ich schon sagen, und Robert Amlung, der hier die Einführung gemacht hat, ist einer der Pioniere und Schrittmacher bei uns gewesen, haben wir schon sehr früh erkannt, dass da etwas entsteht, dem man sich nicht entziehen kann und tunlichst nicht entziehen sollte. Und haben sehr früh die Tür zu diesem Raum aufgemacht. Und ich glaube, das ist ganz selbstverständlich, das wird bei der Zeit, erwarte ich als Leser von der Zeit auch, dass ich einen vernünftigen Online-Auftritt hat und dass ich da auch Dinge finde, das, was in der Zeit zu lesen ist, dass das verlinkt ist, was ich heute zum Beispiel auf Twitter sehr schön geliefert bekommen habe, dass ich aber auch durchaus andere Dinge kriege. Ich glaube, viele, die über andere Wege als jetzt Fernsehen oder Print, andere als die klassischen Wege Informationen suchen, wollen auch wirklich etwas anderes tun. Sie haben schon eine andere Haltung. Also der klassische Fernsehzuschauer oder auch Radiohörer lässt sich mehr oder weniger berieseln, was ein Grund dafür ist, dass unser Versuch, den Rückkanal zu schaffen, zwar für eine ganz kleine Gruppe sehr erfolgreich war, aber nicht für die Masse, weil die breite Masse das gar nicht will. Insofern muss man einfach immer gucken, was macht für wen Sinn. Und ich glaube, dass man da als Zeit oder als ZDF auch eine andere Verantwortung hat. Denn eins ist klar, diese Marken haben eine Reputation, die sie sich über Jahrzehnte erarbeitet haben. Und die Kriterien für guten Journalismus haben sich Gott sei Dank nicht verändert.
Also der Leser, Zeit.de, der erwartet, auf Deutsch gesagt, dass das, was da steht, stimmt erstens. Da kann man sich ja nicht immer sicher sein bei allem, was man im Internet so findet. Und er erwartet bei auch, dass es auf mehreren, ja, dass es auf mehreren Quellen beruht und. Dafür steht auch die Marke heute. Gleichzeitig hat derjenige, der sich da durchklickt, aber wie gesagt, eine andere Haltung. Er möchte sich auch mehr beteiligen. Und da können natürlich wir auf der heute.de ganz andere Dinge bieten, als wir es im Fernsehen können. Also multimedial, das Stichwort ist zum Beispiel vorhin gefallen, dass die Leute sich durchklicken können, durch Fotostrecken, aber auch mal ein Video geboten bekommen, abstimmen können, Meinung äußern können. All das ist da ja möglich und ist auch gut so. Bevor Carolin gleich drankommt, verzeih, du kommst auch gleich nochmal dran, die Frage nach den Zielgruppen. Also das große Problem, was Öffentlich-Rechtliche ja haben, ist der Abriss einer ganzen Generation. Das haben nicht nur Öffentlich-Rechtliche, sondern auch eine Zeit hat durchaus das Problem, weil der typische 14-Jährige wird natürlich nicht als erstes auf heute.de gehen und sich eine Fotostrecke durchklicken zu einem Thema, was ihn interessiert, sondern wird vielleicht im Zweifel ein Newsgame lieber spielen und sich auf ganz andere Art und Weise informieren. Also das ist ja die Frage, kann das Öffentlich-Rechtliche mit dieser überhaupt noch diese nachfolgende Generation, alles was jünger ist als ich, überhaupt noch kriegen? Ich glaube schon. Wir sehen das ja auch sehr deutlich. Es gibt dann bestimmte Themen, die zeitweise hochstehen. Ich sag mal Fußball-Weltmeisterschaft und Hintergründe dazu oder auch jetzt die vermehrten Krisen, die wir weltweit haben. Da merken wir schon nicht nur an unseren Einschaltquoten im Fernsehen, sondern auch den Visits auf der heute.de, dass da ein großes Informationsbedürfnis ist und dass die Leute auch dahin gehen, wo sie annehmen, sie kriegen zuverlässige Informationen. Und insofern, wir haben in unserem Online-Auftritt deutlich jüngeres Publikum, als wir es beim Fernsehen haben. Muss man auch sagen, das ist nicht nur ein öffentlich-rechtliches Problem, das erleben die Privaten genauso. Also auch der durchschnittliche RTL-Zuschauer ist weit über 50. Und ich glaube, es ist einfach nicht die Frage, wie sehr erreichen wir die Jüngeren heute schon, sondern wir müssen es machen, um überhaupt eine Chance haben, sie zu erreichen. Und deshalb finde ich, das war der richtige Weg, so zu machen. Gott sei Dank macht sich Jochen Notizen. Es ist nicht ein Einkaufszettel aus Langeweile, den er gerade aufgeschrieben hat. Caroline, du bist dran. Wobei Jochen, glaube ich, direkt zu den Zeitkommentaren einfach was sagen will. Ich habe mir das jetzt so gemerkt und kann das gleich. Dann. Du wolltest den Öffentlich-Rechtlichen was sagen. Weniger dazu als mehr grundsätzlich zu dem Bild von dem Tanker und dem Schnellboot, was jetzt gerade aufkam. Weil ich habe mit sehr vielen Journalisten, angehenden Journalisten, gab Solventen, die vielleicht gerade fertig sind oder durchaus auch welchen, die schon seit ein paar Jahren im Beruf sind, zu tun, die auch aus dieser Generation Y oder wie auch immer man das jetzt nennen will, ich mag die Begriffe nicht, mit vielen davon zu tun und erlebe natürlich auch durchs Media Lab ganz viel, mit welchen Ideen diese neue Journalistengeneration so kommt. Und deswegen mal ganz unabhängig davon, was vielleicht das Publikum möchte, kann ich halt davon sprechen, was die Journalisten wollen. Und da steckt, glaube ich, ganz viel Frustration drin darüber, was sie im Studium eigentlich lernen und was sie für Ideen haben, was sie aber dann glauben, in der Praxis in bestehenden Strukturen umsetzen zu können. Das heißt, du kommst aus dem Studium, hast gelernt, irgendwie, das war bei mir nicht anders, multimedial und du hast hier einen Einblick bekommen und da einen Einblick und am Ende hast du aber kaum ein Medium, wo du das überhaupt ausprobieren kannst. Wenn du bei Spiegel Online bist, da bin ich auch dann während des Studiums und nach dem Studium gewesen, dann bist du halt auch zum großen Teil erstmal in so einer Nachrichtentickermühle drin und der Punkt halt, bis du da bist, um dich wirklich auszuprobieren, der liegt halt sehr weit entfernt. Und da merke ich ein großes Frustrationspotenzial bei vielen, die eben deswegen was Eigenes starten, sei es nach Feierabend irgendein Google Hangout Talkshow-Format zu starten oder die eben auch, das sind dann viele, die zu uns kommen, die eigene Ideen haben und sagen, okay, wenn ich das halt auf dem Dickschiff nicht umsetzen kann oder wenn das zu lange dauert, aber meine Idee nun mal jetzt irgendwie gerade einen Nerv trifft, dann setze ich selber was um. Und da ist wirklich so ein unternehmerischer Spirit einfach. Man kann über das ganze Thema Unternehmerjournalismus und wie es auch gehypt wird teilweise denken, was man will. Aber das ist einfach so eine Haltung, die ich bei sehr vielen angehenden Journalisten, jungen Journalisten merke, die sagen, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Das setzt aber auch voraus, und das ist dann wieder die Gegenmeinung dazu, dass man als junger Journalist aus dem Studium oder aus dem Volontariat oder sonst woher kommt und nicht das große Ziel hat, ich möchte einmal im Leben ein Zeitdossier schreiben, ganz alleine, oder die Seite 3 der Süddeutsche bestücken oder eine riesengroße Dokumentation im ZDF machen. Nein, ich gehe jetzt in die Online-Redaktion und muss ein multimediales Projekt entwerfen. Das ist ja
bei vielen, auch jungen Journalisten, gar nicht so, dass die als erstes Ziel haben, Mensch, Zeit online, Mensch, bisschen Twitter. Bisschen Twitter? Na, du hast vorhin von deinem Social-Media-Mann gesprochen, der da mal ein bisschen... Ne? Also ich das schwankt immer so, das atmet. Also wir sind ja sozusagen mit allen guten Journalistenschulen eigentlich in Kontakt. Und es gibt, läuft in Jahrgängen, interessanterweise. Ich weiß nicht warum, es gibt Jahrgänge, die wollen alle Zeitdossiers schreiben, ne? Oder beim Spiegel Reporter werden und gedruckt sein, wollte ich früher auch übrigens. Und dann gibt es aber wieder ganze Jahrgänge, die wir quasi komplett aufsaugen können, weil sie von vornherein schon, die kommen dahin und können schon coden, bevor sie überhaupt an die Journalistenschule gehen. Und das ist dann auch cool. Was ist coden? Coden. Erzähl mal. Computerprogramme schreiben. Ja. Mhm. Könnte ja sein, dass der eine oder andere hier sitzt, der es noch nicht weiß. Das ist nicht so anspruchsvoll. Also, aber wir suchen zum Beispiel Leute, die eine interaktive Grafik coden können, mhm, und eine Datenbank dahinter aufsetzen können und so, aber auch verstehen, was wir da machen. Diese Leute sind extrem selten. Viele sagen, die gibt's gar nicht. Also wir müssen das zerlegen, weil es sind unterschiedliche Jobs. Ich glaube das nicht. Ich glaube nur, es gibt so wenige, weil es wirklich anspruchsvoll ist, das alles im Kopf zu haben und sich auch wirklich dafür zu interessieren. Wie visualisiere ich etwas? Wie ist der Code dahinter? Und was hat das jetzt eigentlich, erzählt das eigentlich eine Geschichte? Und meistens sind es Inselbegabung, diese Leute. Also auch überall bei den Medien arbeiten oft Inselbegabte, und entsprechend inselbegabt sind oft auch die Erzählformen, die da rauskommen. Also zum Beispiel, wir stellen jetzt alle Daten, die wir haben, zur EU ins Netz, und die Leute können überall alles filtern und gucken, und am Schluss erzählt es gar nichts. Ich habe einen riesigen Datenberg, der ist total leer. Und das versuchen wir eben zu vermeiden, indem wir nach diesen seltenen Leuten suchen. Das ist zum Beispiel ein Profil, das gibt es so nur, denke ich mal, im Netz, weil man nur da alle Möglichkeiten hat, sich jeden Morgen wieder zu überlegen, wie erzähle ich das jetzt eigentlich? Schreibe ich einen Text oder mache ich das ganz anders? Ne? Ich wollte noch auf eine Sache zurückkommen, weil es tatsächlich ein großes Thema bei uns ist. Also es gibt diese Zeit, und das ist eine wichtige und fantastische Marke, die gibt es auch schon sehr lange. Und es gibt so eine Sozialisation. Und deswegen muss doch, so war glaube ich der Satz, die müssen doch auch einen anständigen Online-Auftritt haben. Ich glaube, das hat die letzten 10 Jahre genauso funktioniert. Wir haben ganz viele Leser, auch sehr, sehr junge Leser, die, glaube ich, nie ein Zeitabo hatten, die von den Eltern das irgendwie, das lag da auf dem Flügel oder so. Und das Printmedium, aber die Rotwein. Einen unendlichen Anspruch an uns haben, was unseren Journalismus betrifft. Und das war erstmal, denke ich, bei vielen ein Problem, weil man hat da, also in den Frühtagen des Online-Journalismus... Bleiweste, die man mit sich... Ja, ja. Also sehr schön, die Kollegen von Spiegel Online feiern sich ja gerade für die Erfindung des Online-Journalismus, was wir auch großartig fanden. Und aber was sehr schön ist, sie erzählen halt so aus den Frühtagen, irgendwer in einem Berliner Hinterzimmer in der WG war dann der Berlin-Korrespondent oder so, so fing das ja mal an. Und man hat, oder Matthias Blumenkron kann das auch sehr schön erzählen, wir haben uns eben dick gemacht, waren aber ganz wenig und klein. Heute ist das ein bisschen anders, und jetzt wird es kompliziert, weil inzwischen ist es so, es gab zum Beispiel jetzt, wir haben Daten von Allensbach, die sehr schöne Langzeit-Medienpanels haben und die als eines der wenigen Institute auch sehen können, Reichweiten vergleichen können. Und zu unserem Entsetzen haben wir jetzt zum Beispiel mittlerweile mehr Leser als Print. Das hat der Spiegel auch, aber es gibt nicht so, der Kicker hat das noch, glaube ich, und das war's. Und das ist natürlich eine, jetzt haben wir noch eine größere Verpflichtung, dieser Marke nicht weh zu tun, indem wir fancy Sachen machen. Also wenn wir morgen das große Z gründen, sozusagen als neue Marke oder Detektor FM, könnten wir den verrücktesten Irrsinn machen und noch viel stärker rumspielen, als wir das mit dieser Verpflichtung haben. Es gibt offensichtlich schon die Grunderwartung, das muss stimmen, und naja, die machen auch Texte. Hm? Und in diesem Zwiespalt befindet man sich wirklich nur, wenn man so ein Innovatorendilemma erbt, wenn man also aus irgendeiner Tradition kommt. Deswegen beneide ich immer andere um ihre Radikalität. Was du jetzt gerade vorhin beschrieben hast, auch gerade mit der Berufsbeschreibung eines Journalisten, den ihr zum Beispiel sucht, der muss ja zusätzlich zum journalistischen Handwerk heutzutage offensichtlich mehr können als früher. Zumindest wenn man, also er muss ja das Handwerk beherrschen, idealerweise kann er noch gut recherchieren und Geschichten erzählen, und er muss noch coden können, zum Beispiel.
Ja, aber tatsächlich, das ist ja eine neue Herausforderung. Nicht ganz ernst. Jeder, nein. Aber es gibt, wir haben klassische Politikredakteure, die wirklich ganz ernst da sitzen und Text schreiben, recherchieren, mit Politikern sprechen, in Hintergründen sitzen und so. Oder Reporter, das haben wir alles. Aber wir brauchen auch andere. Und das ist schon ein da, wo wir versuchen zu investieren und zu wachsen. Das sind eher die Bereiche, wo wir uns darum kümmern, wie wir jetzt eigentlich in Zukunft Journalismus machen wollen. Weil das auch der spannendere Teil ist und auch der, wo wir wahrscheinlich am stärksten wachsen im Moment. Ne? Also wir wachsen nicht über Text, sondern wir wachsen über ganz andere Erzählformen und sehen, dass wir auch völlig neue Leute erreichen, die wir früher nicht erreicht haben. Wie kann man sich, Christian, von der Falle lösen, die man zumindest als intellektuell anspruchsvoller Journalist zumindest so vorstellt, dass man eben keine klickbasierten nur Bildergalerien und nur auf den schnellen Klick ausgehende Geschichten erzählt und eben dann doch mal ein langes Feature macht oder Krautreporterartig die Entschleunigung des Journalismus sogar fordert? Ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage von Haltung. Also natürlich könnten wir das auch machen. Wir könnten auch irgendwelche tollen Listen ins Netz stellen oder ja, uns nur nach den Klicks richten und von Minute zu Minute versuchen, unser Angebot klickmäßig zu optimieren. Das ist aber, wie gesagt, nicht unser Anspruch. Also wir haben uns, bevor wir Detektor gestartet haben, vor 5 Jahren zurückgezogen in ein altes Kloster und haben einen Redaktionskodex geschrieben. Und dort haben wir relativ klar gemacht, wo wollen wir eigentlich hin, weil wir waren vorher keine Marke. Das heißt, wir mussten natürlich auf der anderen Seite erstmal eine Marke überhaupt schaffen. Und wir wollen mit Detektor FM eben für so eine journalistische Qualität stehen. Aus diesem Wust von dem, was es da gibt, wollen wir Dinge auswählen. Das habe ich musikalisch beschrieben mit den Songs, aber genauso wollen wir inhaltlich uns einfach 5, 6 Themen am Tag nehmen, die wir dafür intensiver beackern, radiomäßig. Und da passt es einfach nicht dazu, alles Klick zu optimieren und nur zu gucken, wie viele Likes haben wir jetzt am Ende des Tages eingesammelt. Im Übrigen ist es tatsächlich so, dass auch wir Social-Media-Erfolge nicht planen können. Also es gibt Dinge, wo wir denken, es funktioniert gut und es funktioniert überhaupt nicht. Und dann gibt es Dinge, wo wir denken, es funktioniert gut und es funktioniert gut. Und es gibt Dinge, wo wir sagen, ja, das machen wir jetzt mal, ist ein gutes Thema, kam in der Konferenz, wird aber nicht der Knaller sein und am nächsten Tag war das die Mördergeschichte. Kurzum, auch solche viralen Erfolge kann man sicher zu einem gewissen Teil testen und optimieren, aber nicht immer vorhersagen und sich, glaube ich, überhaupt nicht darauf verlassen, dass es dann auch so funktioniert. Also wir ziehen schon mal raus, irgendwie das Berufsbild des Journalisten ändert sich, auch dass man als Marke irgendwie sich treu sein muss und einen Markenkern haben muss, zum Beispiel langfristige Geschichten erzählen will, im Gegensatz zu den kurzfristigen. Jetzt fragt man sich natürlich, und da will ich mal das aufgreifen, was Robert Amlung vorhin erzählt hat, was ist eigentlich mit diesem hehren Internetziel, dass wir jetzt alle auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können, das iterative Erzählen, ein Gespräch in Echtzeit, das war ja einer dieser Punkte, Caroline. Hast du das Gefühl, das ist so ein frommer Wunsch, den sich irgendwelche Internetphilosophen ausgedacht haben, oder können Journalisten ganz konkret, ernsthaft das heute schon bewältigen? Nicht alle, aber viele, klar. Also es gibt schöne Beispiele dafür, wie das sehr gut funktioniert. Wir haben mit Zeit Online hier eins auf der Bühne sitzen, die halt den Dialog sehr gut hinbekommen. Es gibt auch da wieder Nischenprojekte wie Crowdspondent, die davon leben, also deren ganzes Ziel es ist, mit dem Nutzer zu kommunizieren und auch das Journalistische, was sie tun, halt Hand in Hand mit ihrem Publikum zu machen. Aber ich würde davor warnen, das jetzt irgendwie zu einem Dogma zu machen. Also bitte versucht nicht alle immer mit euren Lesern zu kommunizieren und alles abzusprechen. Also auch das ist weiterhin nicht Kern des Journalismus, aber wir können uns halt nicht verschließen. Und diese Offenheit, da sollte man eigentlich auch nicht mehr drüber reden müssen, dass es die geben muss seitens Redaktionen, seitens des einzelnen Journalisten, der einzelnen Journalistin auch. Matthias, wie ist das beim großen ZDF-Fernsehen? Also es gab ja mal eine Zeit, ich erinnere mich da selber, da hieß es dann immer, wir müssen irgendwas mit diesem Kurznachrichtendienst noch machen, weil das ist jetzt irgendwie so ein Ding. Twitter, ne? Ja, ja. Dieses Twitter, da muss man irgendwas tun. Dann hat man irgendwann gemerkt, die meisten Leute wollen das gar nicht unbedingt, die wollen sich nicht ständig beteiligen müssen. Und dann hat man sich auch gefragt, was heißt denn das jetzt für unsere Inhalte? Das heißt, die Frage ist, gibt es diesen Rückkanal, jetzt mal abgesehen von Facebook- und Twitter-Kommentaren, die man beantworten kann, auch für Fernsehsendungen? Richten sich Fernsehsendungen auch ein bisschen nach dem, was die Leute zurückgeben ans ZDF?
Ja, das gibt's. Also viele von uns machen das. Ich mache das auch, twittern. Also jetzt nicht alle 10 Minuten, wie das viele tun, aber dann schon mal. Und natürlich gerichtet auch an ein Publikum, das wir zum Beispiel in der Heute haben. Viel mit Hintergrundinformationen, wie entsteht etwas. Das ist einfach etwas, wo wir wissen, oder mit Fotos oder kleinen Videos, weil sie wissen, dass Leute das als Mehrwert wirklich schätzen. Ich glaube, in dem ganzen Prozess dieser neuen Medien, die so neu nicht mehr sind, war ganz viel Trial and Error für uns alle. Und wir haben ganz vieles ausprobiert und irgendwann gemerkt, manches funktioniert einfach auch nicht, auch weil die Leute es von uns gar nicht erwarten. Aber was zum Beispiel funktioniert, ist Facebook für die Heute-Sendung. Die haben da 250.000 Freunde, das ist eine ganze Menge, da erreicht man also wirklich ein breites, sehr interessiertes Publikum. Und das ist eine Erfahrung, die wir zum Beispiel auch mit der Heute Plus, die ich vorhin erwähnt habe, gemacht haben. Diejenigen, die sich beteiligen, kommen von wirklich einem hohen Niveau. Das ist was völlig anderes, als wir zum Beispiel klassischer in unserer Zuschauerredaktion so angeliefert bekommen, wo dann die Leute anrufen und sagen, was trägt der für ein blödes Sakko? Ja, das ist nicht das Niveau, sondern das sind schon Leute, die setzen sich damit auseinander, wie kommen die zu ihren Informationen, stimmt das, warum gucken die so selten nach Afrika, warum sind die so einseitig in der Ukraine-Berichterstattung, was wir nicht sind, aber was Leute so empfinden oft. Und das sind dann schon Leute, mit denen man sich intellektuell ernsthaft auseinandersetzen kann. Das sind aber, weil du vorhin sagtest, die wissen ja dann schon alles um 7, das ist eine kleine Minderheit. Letztlich, wenn du es mal rechnest auf die 4 Millionen, die jeden Tag die Heute-Sendung gucken. Und ist das jetzt trotzdem ein Ziel für einen Journalisten in der Gegenwart, meinetwegen auch in einer nahen Zukunft, sich darauf mehr einzurichten? Ah, stimmt, jetzt haben wir irgendwie 25 Facebook-Kommentare, warum bringt ihr so wenig über Afrika? Jetzt machen wir mal einen Afrika-Bericht. Also es gibt manchmal so Aha-Effekte. Jeder von uns, der da im Beruf steht und im Journalismus arbeitet, mit den immer gleichen Kollegen mehr oder weniger über längere Zeit, der sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann ist so ein Kommentar von außen manchmal sehr erhellend, dass man sagt, stimmt, das machen wir jetzt den 5. Tag hintereinander, weil es einfach so die Mainstream-Nachrichtenagenda ist. Aber warum eigentlich setzen wir nicht wirklich mehr eigene Akzente? Das passiert schon, das löst Diskussionen bei uns in der Redaktion aus und deshalb ist das auch ganz wichtig. Aber es hat nicht dieses Massenpotenzial, das muss man auch klar sagen. Und vor allem hat es natürlich nicht das Potenzial, was eine Zeit-Online-Plattform bieten kann, wo ihr, also ihr habt ja verschiedene, du hast von Datenjournalisten gesprochen, das sind die Projekte, wo quasi mit dem Leser kommuniziert wird und daraus wieder neue Sachen erzählen, also entstehen, also das iterative Erzählen tatsächlich. Gibt's, ja, also sozusagen wir versuchen tatsächlich Journalismus manchmal mit Lesern zusammen zu betreiben. Ein Beispiel hattest du freundlicherweise genannt, nämlich diese Crowdsourcing-Projekte, die wirklich extrem gut funktioniert haben, wo wir bis heute nicht so genau verstehen, warum bei uns eigentlich, aber wir sind jetzt nicht das Verbraucherschutzorgan eigentlich, aber zum Beispiel haben wir mal gefragt im Netz, ob uns die Leute nicht netterweise ihren Dispozins verraten würden mit der Bankleitzahl, und da haben dann über 10.000 Leute geantwortet, was wir hatten so mit 100, 200, 300 mal kalkuliert. Und das hat dann ganz viele Preise gewonnen und es war halt auch gleichzeitig eine sehr schön aufbereitet und jeder konnte gucken, wie ist das denn bei mir in Castrop-Rauxel um uns rum, wie sind denn da so die Zinsen. Das gab es halt nicht. Ne? Also da kann das Netz tatsächlich Journalisten helfen und dann hilft es tatsächlich auch jeden Tag bei der Arbeit, wenn wir uns vergaloppieren, bekommen wir das innerhalb von 5 Minuten mit. Ja, ganz offenbar. Caroline, du bist, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, jemand, der mit vielen auch jüngeren Leuten zusammenarbeitet, die sich versuchen, neuen Formen des Geschichtenerzählens zu widmen. Glaubst du, diese neuen Formen sind auch, sagen wir mal, gesellschaftlich relevant, weil es eventuell die einzigen Formen sind, die gerade junge Leute überhaupt noch annehmen? Also Beispiel, ich hole noch ein bisschen weiter aus, vorhin wurde auch mal wieder über Le Floyd gesprochen, da kann man jetzt davon halten, was man will. Das ist zumindest eine Form der Ansprache, die für viele die einzige Form ist, weil sie eben nicht bei heute oder zeit.de oder sowas sich informieren wollen, sondern lieber von Le Floyd das Tagesgeschehen erzählen lassen und vielleicht danach noch ein sogenanntes News Game spielen. Ist das also die Zukunft, weil wir sonst viele Leute verlieren als Journalisten? Wir müssen das auf jeden Fall damit ausprobieren, wobei, also Le Floyd ist
vielleicht kontrovers, aber trotzdem ein schönes Beispiel dafür, wie eine bestimmte Zielgruppe halt mit Nachrichten noch erreicht wird. Aber deswegen sollten jetzt nicht, wieder Thema irgendwie Schuster bleibt bei deinen Leisten, das kam jetzt schon irgendwie ein, zwei Mal durch, sollte jetzt nicht die heute Redaktion ausprobieren, eine hippe, Le Floyd-artige YouTube-Sendung zu machen, um halt die 15- bis 20-Jährigen zu erreichen. Weil ich glaube, da steckt halt auch Potenzial drin, auch unheimlich viel Zeit zu verschwenden, sich zu blamieren, und das muss man auch gar nicht tun. Aber natürlich müssen wir schauen, wie wir diese Zielgruppen erreichen, sei es, indem wir neue Formate für mobile Telefone entwickeln oder indem wir auf YouTube-Kanäle gehen, den Rückkanal, Twitter oder wie auch immer nutzen. Und natürlich hat das eine gesellschaftliche Relevanz, ob das die Zukunft ist und ob wir überhaupt die heute Teenies sind und den YouTube-Stars mit ihren Millionen Abonnenten zuschauen, ob wir die mit Journalismus noch erreichen, indem wir irgendwie uns in die Ecke begeben und im schlimmsten Fall das Niveau senken oder so. Das kann ich natürlich auch nicht vorhersehen, aber da bin ich überzeugt. Vielleicht ist das eine naive Hoffnung von mir, dass, wenn wir ausprobieren, wir da auch schon den Weg irgendwie finden werden, wie wir sie ansprechen. Zumindest wenn man heute schaut, ich habe jetzt gerade wieder Seminare gegeben bei 19-, 20-Jährigen. Die sind ja so weit von den Leuten, die Le Floyd und Co. gucken, nicht weg. Und die wollen immer noch Journalisten werden. Also es gibt genug Leute, die sich mit Journalismus beschäftigen, die offensichtlich noch wissen, was Journalismus ist, wie das funktioniert und ein Interesse daran haben, das sogar zum Beruf zu machen. Deswegen habe ich eigentlich die Hoffnung, dass es auch weiterhin Leute geben wird, die aufwachsen und wissen, was Journalismus ist und ihn auch konsumieren wollen. Wie wir die dann erreichen, ja, ausprobieren. Das klingt schon fast nach einem Schlusswort, und deswegen würde ich auch Christian gerne nochmal am Ende das Wort erteilen können mit deinen Wünschen, wie du dir vorstellen könntest, was Journalismus in der Zukunft, also welche Rahmenbedingungen braucht er, was ist dein Ziel vielleicht auch für dich selbst als Journalist? Also ich bin in der Hinsicht tatsächlich totaler Kulturoptimist. Also ich glaube, dass das ganze Netz und die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, und das geht ja tatsächlich noch weiter, über diese Smartphones können ja sich zum Beispiel die Hörer auch bei uns ganz einfach per Audio auch beteiligen, und das machen Leute auch, und ich weiß auch von über Bekannte von 15-, 16-Jährigen, die schicken sich keine Textnachrichten mehr über WhatsApp, sondern nur noch Sprachnachrichten, weil es schneller geht. Da verändern sich auf jeden Fall Dinge, und ich glaube aber, dass trotzdem niemand Le Floyd mit heute.de verwechseln wird, auch von den Nutzern, die das gucken. Und es wird in Zukunft weiterhin Nutzer für Journalismus geben, und ich glaube, erst recht in dieser sehr, sehr diffusen, ausdifferenzierten Welt wird es immer den Bedarf geben an guten journalistischen Inhalten. Und wenn jemand sein Handwerk gelernt hat und auf einer traditionellen Plattform oder eben neuen Plattform arbeitet, dann wird das auch in Zukunft konsumiert werden. Und das zeigen ja auch die Erfolge von anderen Medien. Und wenn man sich auch Abrufzahlen anschaut, was wird denn im Internet am häufigsten geklickt auf Dauer? Das sind bei den Podcasts die hochwertigen Formate. Ja? Das sind der Radiotatort, das ist Peter Zudeiks Woche. Das ist im Fernsehen auch, sind das die langen Dokumentationen, die in der Mediathek auf einmal auf Platz 1 stehen und nicht der Bergdoktor oder sonst was. Das heißt, die Leute suchen nach Inhalten, und ich glaube sogar, dass eben diese klassischen Marken und auch andere hochwertige Marken, wo ich uns jetzt mal dazu zählen würde im Netz, dass die davon erst recht profitieren, weil die Leute sich wirklich, so wie Nico Hoffmann heute früh gesagt hat, in diesem Wust das Beste raussuchen. Und das Beste ist dann eben von mir aus Zeit Online oder heute oder Detektor FM. Und das erkennen die Leute schon. Ich glaube, die Nutzer sind cleverer, als viele Medienmacher denken. Das glaube ich auch, wobei ich auch gerade, weil du Nico Hoffmann anspruchst, durchaus nochmal erwähnen möchte, dass es durchaus noch sehr, sehr viel im Fernsehen und auch im Netz und auf YouTube gibt, was Massen, Millionen von Menschen täglich konsumieren. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht so, dass die große Masse immer nur nach der Qualität schaut. Matthias, dein Schlusswort in Sachen Journalismus. ARD und ZDF haben ja gerade einen riesen Vorteil, 45 Millionen für ein Jugend...
Dings, was auch immer das dann wird. Kanal heißt ja, es. Ja, kanal.de. Das ist natürlich für ein Start-up wirklich toll, 45 Millionen. Das heißt, rosige Zukunft für den Journalismus? Ich bin nicht sicher, ob die Finanzierung so steht. Kann ich jetzt hier nicht bestätigen. Ich glaube, da gibt es noch lange Gespräche zwischen Gremien und Politik und den öffentlich-rechtlichen Sendern. Aber ich sehe, das hat diese Diskussion ja auch gezeigt, in der Entwicklung insgesamt im Moment sehr viel Positives. Es ist viel Neues entstanden. Und in den etablierten Medien ist mehr Vielfalt entstanden. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Jüngeren vor allem, die guten Journalismus machen wollen, die mit viel Idealismus unterwegs sind, irgendwann auch mal in einem Geschäftsmodell ankommen, wo sie davon leben können. Denn diese Generation Praktikum der dauerhaften Selbstausbeutung, das sehen wir ja auch sehr viel, das kann es natürlich auch nicht sein. Das ist jetzt, mache ich ein neues Fass auf, wir müssen zum Ende kommen, aber das würde ich mir wünschen, dass da nicht nur dieser Idealismus ist, sondern dass der irgendwo auch mal ankommt. Jochen. Dem Journalismus ging es nie besser. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Archiven euch bewegt habt. Das war grauenhaft zum Teil. Also auch gerade bei diesen Leuchttürmen, was die für einen Quatsch gemacht haben, wie elegisch und grauenhaft Journalismus früher war. Kann man ruhig mal applaudieren. Wir tun immer so, als wäre also in den 70er Jahren war das ja, also Wahnsinn. Ja. Wie grauenhaft das alles war und wie toll es heute ist und was wir heute alles können. Ich verstehe das Problem, es gibt ein Problem im Journalismus und das ist, dass es einzelnen Journalisten oder den Journalisten insgesamt nicht mehr ganz so gut geht, dass viele nicht mehr wissen, wie sie sich ernähren sollen. Das ist ein ernstes Problem. Davon würde ich trennen, ob es dem Journalismus gut geht. Journalismus ist fantastisch zurzeit. Wunderbar. Journalismus ist fantastisch. Ein wunderbares Schlusswort auch. Wir haben gehört, auch der Journalismus wird sich in der Nische und in der Masse irgendwie weiter fortbewegen. Und was die Geschäftsmodelle anbelangt, dazu gibt es ja hier auf den Medientagen noch etliche Panels, die Sie alle besuchen können. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, dass Sie dabei waren und mit zugehört haben. Und natürlich bei den Panelisten, wie wir vorhin gehört haben. Schön, dass ihr alle da wart. Das ist euer Applaus.